So Leute, willkommen zurück zu Spelunky 2. Ich bin immer noch leicht erkältet. Liegt hauptsächlich daran, dass es immer noch derselbe Tag ist. Wie der letzte Part. Aber es macht nichts. Kann auch leicht erkältet in Spelunky sein. Und es gibt ja weitaus schlimmere Krankheiten als eine Erkältung. Wissen wir ja alle spätestens seit diesem Jahr. Ja, das war, vielleicht kann ich doch nicht gut. Es wäre so gut gewesen. Ich mache alles kaputt. Aber ich musste auch niesen. Das war schlecht. Und ja, ich schiebe gerade tatsächlich meine Oh Gott, das war dumm. Eine fehlende Spelunky-Leistung auf Niesen. Okay. Muss jetzt zusehen, dass ich hier rauskomme, ohne dass er mich trifft. Weil wenn er mich berührt, ist vorbei. Okay, wie mache ich das jetzt? Shit. Ja, das war's. Aber so habe ich einen Tagebucheintrag. Geist. Dieser wütende und ruhelose Geist jagt aus unbekannten Gründen Forscher. Seinem Mantel sieht er aus, als ob er zu einer gewissen US-amerikanischen Vereinigung gehört, die so ein kleines Problem mit Farben hat. Erstmal hier alles schön. Der will da nicht durch. Na gut. Dann halt nicht. Muss ja nicht. Uchi. Uchi will ich. Bems. Wir haben so viele Bems. Jetzt brauche ich den nicht mehr. Jetzt habe ich Uchi. Problem ist, ich komme hier nicht wieder hoch. Das heißt, es führt nur noch einen Weg hoch oder einen Weg runter. Und da ich mehr Bomben als Seile habe, wird der Weg runter. Bisschen riskant, was ich hier getan habe, weil das hätte Pucci auch gut und gerne mal erledigen können. Kacke. Ja gut, den habe ich verworfen. Ja, da war es das mit meinen extra Bomben. Weil ich muss mich hier durchgraben, um zur Tür zu kommen. Habe ich gedacht, hätte ich was Gutes gemacht. Dachte ich aber nur. So, deine Stimme halt hier drin, das bedeutete mehrere Wege, wenn ich... So, da unten ist Young... Oh, und da ist ein Altar. Ihr wisst, wie ich über die Altare denke. Also könnt ihr euch auch sicher sein, dass diese Truthähne eher nicht bei Young ankommen. Die Frage ist, wie mache ich das? Damit auch eigentlich nicht den Truthahn, sondern den Boden treffen. Damit ich hier sowas machen kann. Okay, gezielter Wurf. Ja. Perfekt. Und der Truthahn lebt ja noch. Erst jetzt nicht mehr. Komme ich wieder hoch, sehr schön. Komme ich nicht hoch. So, ich gehe jetzt und hole Percy und den anderen Bruder.
Ich hab da auch relativ wenig Skrupel. Einfach bloß, weil die Sachen, die man da kriegt. Ich meine, allein wenn wir tatsächlich den Blutkelch kriegen und den mal gescheit ausspielen. Der kann uns so extrem viel Leben geben. Da ist Percy nichts dagegen. Vor allen Dingen jetzt, wo ich besser in dem Spiel werde, fließt natürlich auch mehr Blut. Ich befürchte bloß, gleich kommt wieder der Geist, der uns jagt. Geist der vergangenen Weihnacht. So, ich probier's mal. Kann ich den entführen oder wird er dann... Wird Young dann stinkig. Ich kann ihn entführen und Young wird stinkig. Hätte, glaube ich, schlimmer laufen können. Sorry, Geist. Muss auch Young opfern. Danke. Deinen Schatz kann ich mir jetzt leider nicht unter den Nagel reißen. Dafür fehlt mir bei weitem die Zeit. Kacke, stimmt, das halt hier drin. Das heißt... Das Ding ist extra groß. Wie tief kann ich fallen? Wenn die Spinne auf mich fällt, nicht tief genug. Okay. Aber wieder ein Geheimnis geklärt. Was passiert, wenn man Young seinen Truthahn klaut? Antwort: Er schießt mit einem Gewehr auf. Mit einem Bogen auf einen. Ich finde, das ist eine Frage, die man beantworten musste. Ich habe eigentlich nicht gegen die Vase gehauen. Das möchte ich nochmal betonen. Ich stand mit dem Rücken zur Vase. Wenn ich jetzt hier nicht mehr rauskomme, bin ich böse. Deswegen habe ich sogar den Blutkelch. Weil wenn ich dann sowas mache, lohnt es sich. Hätten wir jetzt schon wieder ein Leben mehr. Ich hasse sie abgrundtief. Ich glaube, das sind die Gegner, die ich am meisten hasse. Also dagegen sind selbst die fleischfressenden Pflanzen. Ne? Nicht mal Spinnen, die ich im echten Leben ja wirklich, da habe ich ja Panik, ne? Aber die sind mir in diesem Spiel deutlich lieber als die Maulwürfe. Normalerweise finde ich Maulwürfe total knuffig. Leute, in Real Life bin ich der beste Freund der Maulwürfe, aber in diesem Spiel hier... Schön, dass ihr euch alle entscheidet, da runter zu rennen. Wir gehen. So, wir haben wieder unser Startleben zurück. Da ist wieder Young. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Okay, da gibt es nichts für mich. Okay, ich opfer jetzt nicht wieder unser Leben. Einfach bloß, um unbedingt Mitglied bei Kali zu werden. Jetzt muss das andere eine 6 sein. Eine 6 gewürfelt, ich bin...
Das Spiel hier mein ganzes Geld, ne? Ja, und mein Leben. Ich gegen das Elektro-Ding laufe. Okay. Schön. Hab mich gefreut. Naja, er steht nirgendwo, wo ich an seine Waffe rankäme. Ansonsten hätte ich ihn jetzt ausgeraubt und geopfert. Leute, man muss Prioritäten setzen. Und das ist halt meine. Oh Gott, Morty. Gib mir nicht da. Opfer ich lieber ein Leben, um eins wieder zurückzukriegen. Gibt für euch keinen Sinn, für mich auch nicht. Aber ich habe Monty gerettet. Und ein gerettetes Leben ist mir das wert. Ich hasse die Viecher. So abgrundtief. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich die hasse. So, komm. Komm rüber. Sir, würden Sie bitte nochmal rüberrollen? Wir gehen jetzt einfach in den Vulkan. So. Ist dann äquivalent zu meiner Wohnung, weil ich habe festgestellt, meine Wohnung braucht knapp eine Stunde, um sich runterzukühlen. Und gefühlt eine halbe Stunde, um wieder so warm zu werden wie vorher. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Also ein bisschen länger zum Kühl werden. So, wir haben jetzt keinen Assistenten, aber das ist mir egal. Wir sind im Vulkan. Und es ist natürlich direkt unsere Fackel verloren. Das hätte jetzt schon schief gehen können. Ich habe keinen Schlüssel mitgebracht. So, hat er jetzt davon. Dass er wütend wird, bloß weil ich da bin. Richtiger Wutbürger. Okay. Nicht nur eine Abkürzung, sondern auch ein Assistent. Nehme ich. Und ein Doggo nehme ich auch. War so definitiv nicht beabsichtigt. Moment, war hier der Ausgang? Hier war der Ausgang. Hab mich schon gewundert, wo Pucci hin ist. Ein schrecklicher Schauer läuft hier über den Rücken. Oh Gott, irgendwas hat die Vase kaputt gemacht. Danke, Fledermaus. Danke. Komm, einen Run machen wir heute noch. Aber wir waren zu gut. Aber wir haben in letzter Zeit immer mehr Runs, die echt gut sind. Deswegen, ich glaube, wir sind so langsam in Spelunky wieder drin. Man braucht immer so ein paar Jahre, dann kann man das tatsächlich wieder spielen. Aber diese paar Jahre, die muss man halt dann investieren. Und ja, das sind keine Jahre, die man Pause macht, sondern das sind Jahre, die man spielen muss. Gefühlt. Aber immerhin kann ich sagen, ich habe keine Runs ohne euch gemacht. Ich habe tatsächlich alle Runs gezeigt. So. Zack. So, jetzt bist du wehrlos. Dämmchen Maulwurf.
Jetpack. Es ist teuer, aber viele Forscher schwören darauf. Behalte nur die Treibstoffanzeige im Auge. Ja. Okay. Mein letzter Run heute für diese Session wird tatsächlich so einer. Kacke, ich hab Monty gesprengt. Liebling, ich habe Monty gesprengt. Moment, das war nicht meine Shotgun. Unten ist ein Ladenhüter. Okay, den da habe ich schon mal. Fuck. Ich hatte ihn. Ich habe ihn einmal getroffen. Okay, Leute. Es hätte gut gehen können. Es wäre fast gut gegangen. Lasst mir doch ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns, wenn es weitergeht, mit Spelunky 2. Bis dann, euer Wolf.